Ein herzliches Hallo und damit willkommen hier bei Deadside. Freunde, es ist der 14.04. Das Spiel ist, ich sag mal, gut vor einer Stunde in den Early Access gegangen. Und ja, ich habe gleich zugeschlagen. Ich möchte es ganz gern ausprobieren und zwar mit euch zusammen. Und ja, ich werde hier so ein, zwei, drei Folgen hier im Reingeschaut natürlich anspielen und mir selber erstmal einen Eindruck verschaffen und euch natürlich auch einen kleinen Eindruck. Und wenn es mir gefällt und natürlich auch, wenn es euch gefällt, aber hauptsächlich, wenn es mir gefällt, kann es durchaus sein, dass wir da eine Let's Play-Reihe draus machen. Es ist, scheint mir doch ein bisschen, Musik doch echt noch ein bisschen laut zu sein. Gehen wir kurz rein. Sound, Musik 11%. Ich gehe mal hier runter. 5 sollten hier erstmal reichen. Warte, so, jetzt machen wir es mal. Ja, es ist jetzt ist es doch wesentlich angenehmer. Es kann durchaus sein, dass wir die Soundeinstellung da angehend noch ein bisschen ändern oder auch verändern. Ich denke, das ist kein Problem. Aktuell ist sie schon in der 0.1.1, also eine ganz, ganz frühe Early Access Version. Ich habe keine Ahnung, ob die Server stabil laufen. Ich weiß nicht, ob das Spiel an sich stabil läuft. Und ja, das soll jetzt erstmal den ersten Eindruck gegeben. Und ja, ich weiß auch überhaupt nicht, worum es geht. Also es sollen hier keine Zombies geben oder irgendwas Übernatürliches sowas, sondern man wirklich hier einfach Spieler gegen Spieler, Spieler gegen Environment, also PvE, und es soll auch sogenannte Safe Zones geben. Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe mich nicht vorbereitet, Freunde. Ich glaube, das wird spaßig, vielleicht auch ein bisschen frustrierend, ich weiß es nicht, aber ich will mich hier überraschen lassen. So, jetzt habe ich genug gequatscht, wir gucken mal hier rein und es gibt hier unglaublich viele Server, sehe ich gerade. Server mieten will ich aktuell noch gar nicht. Ja, um Gottes Willen. So, wo haben wir denn hier... Ping wird hier gar nicht angezeigt. Da haben wir einen ganz kleinen Ping, Airborne. Okay. Region vielleicht. Machen wir mal DE. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und, ja, mein Gott, Official Europe. Meinetwegen. Gehen wir mal auf den hier, oder? Official Europe. Jetzt kann ich den, glaube ich, hier noch linken. Und, ja, ich weiß gar nicht. Doppelklick drauf. Ah, okay, Doppelklick. So funktioniert's. Und, ah, Charaktererstellung. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, zum Antesten nehmen wir einfach mal... Kann ich den drehen? Nee, kann ich nicht. Also man kann hier schön durchwählen, okay. Und, ach mein Gott. Ja, ich glaube, der sieht ganz gut aus. Mehr ist nicht einzustellen. Und ja, dann gehen wir mal auf Erstellen. Ich bin gespannt. Okay, jetzt habe ich, ach, natürlich, Freunde, sorry, ich muss hier einmal, ja, sehr schön, okay, wow, da muss ich mir erstmal dran gewöhnen, First Step, so, wenn ich jetzt hier abknie, ja, abknien geht auch, haben wir eine Map, wir schauen mal hin, ah, eine Map und alles klar, also es könnte sein, das scheint hier ausgegraut zu sein, dass das hier wohl eine Safe Zone ist und ich weiß nicht, ob das hier dazukommen wird. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und ich weiß sowieso nicht, wo wir uns hier gerade so befinden und was wir überhaupt machen müssen. Hier gibt es die kleine Legende. Mission, Event, sichere Zone, einfach, mittel, Schwerspiegel und so weiter, Absturzzone. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und taktischer Marker ist Shift plus... Den, aha, okay. Also damit setzt man hier den taktischen Marker. Weiter als so kann ich nicht reinzoomen, Freunde. Das geht so nicht. Und mein Gott, ich glaube, ja, wir gehen erstmal dahin. Auf jeden Fall. Ich setze jetzt einfach mal den Marker. Achso, man kann mehrere, okay. Ah, man kann hier also wirklich mehrere setzen. Wenn man wieder draufklickt, dann ist es weg. Wir folgen mal diesem Marker hier. Nach Stepno, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Und ja, es gibt bestimmt, ah, man sieht es unten, also 100 Health, 99 Essen, 99, und da wird schon geschossen. Da wird schon geschossen. Also es geht heiß her hier. Okay, was haben wir denn? Wir haben eine Trainingshose, wir haben ein Messerchen, wir haben ein Feuerzeug. Okay, also können wir das Messerchen schnappen. Wir
wir können erstmal versuchen. Also es soll hier auch Crafting-Elemente geben. Ich weiß gar nicht, ob man In-Game-Voice oder so, ob das auch möglich ist. Okay. Das ist ein Auto. Ich weiß nicht, ob man das benutzen kann. Wir prüfen das gleich mal. Okay, interessant. Gibt es hier irgendwas? Kann man hier was looten? Aktuell kann ich hier gar nichts machen. Okay. Das ist Treibstoff. Okay. Dann schauen wir hier mal rüber. Ja, Staubsauger, das ist gut. Und jetzt ist mir die Frage, kann man hier überhaupt was looten? Ich weiß es nicht. Ah. Gibt es was? Ah, Armbanduhr. Also Space nehmen wir natürlich auf. Jetzt haben wir eine Armbanduhr, das ist schön. Also es liegt anscheinend immer was drinne. So. Kann man die Armbanduhr jetzt... Nee. Boden, Crafting, Ausrüstung. Aha, Seillappen, improvisierter Rucksack, Medizin, Lappen. Okay, Container, Material. Okay, und Basis. Also man kann hier anscheinend auch schon eine kleine Basis bauen. Freunde, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber auf dem Boden liegt hier nichts. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Also das scheinen alles noch Sachen zu sein, die man hier noch nicht looten kann. Und Benzin. Okay, kann man... Da kann man noch nichts nehmen. Auf dem Boden liegt auch nichts. Also das scheint hier eine kleine Übersicht zu sein. Okay. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen dran rumschnippel, auch nicht. Schade, ich habe gedacht, man kann an der Stelle... Das ist ein Seesack, okay. Steuerung geht so einigermaßen. Okay, da waren wir drin. Alles klar. Und laufen wäre in dem Fall das hier, ja. Und jetzt will ich mal gucken, ob wir... Nee, aktuell wohl nicht. Ist auch nichts lootbar. Okay. Okay, hier hat wer geschossen. Das scheint nah zu sein. Wir wurden anscheinend schnell über den Haufen geballert. Nein, 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 nein. Oh, Freunde. Okay, sie sind tot. Alles klar. Geht also Dings anscheinend schnell Ort auswählen. Kann ich gar nicht, ne? Not enough reputation points. Okay. Aha, okay. Dann kann ich hier also auf zufällig gehen. Wiederbeleben. Das wäre gratis. Okay. Bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich da oben. Okay.
Na, dann haben wir vielleicht mehr Glück, wenn wir dahin gehen. Da hinten sind wir gestorben. Okay, hier wird echt viel rumgeballert, Freunde. Das ist natürlich schade, ja, dass hier sofort gleich, das wird gleich hart auf PvP gegangen. Ärgerlich. Scheint die Map recht klein zu sein. Sind hier aktuell keine Distanzen, wenn man das so, wenn das so sieht. Aber es muss ja auch irgendwas sammelbar sein, oder? Okay. So, da ist noch ein Haus. Ist alles sehr still hier. Man fühlt sich echt ein bisschen verloren und einsam. Boah, okay. Oh. Oh, Gottes Willen. Ich habe ihn erwischt. Hab ihn erwischt? Ich habe ihn erwischt, um Gottes Willen. Ja, keine Ahnung. Hier, macht das da rein und die Hose vielleicht? Trainingshose? Nee, macht das Feuerzeug da noch rein. Eieieiei. Hubbel, das wollte ich nicht, aber du hast mich ja quasi dazu gezwungen. Jetzt sehe ich natürlich nicht besonders gut aus. Trainingsjacke haben wir uns gesnackt. Und ja, schon an, ja, haben wir schon an. Wird uns aber nicht viel bringen. Ich glaube, ich werde die gleich weggesneakt. Wird weggeschneipert. So, hier liegt jetzt aber auch nicht was rum, was man mitnehmen könnte. Okay. Wie wäre es, wenn wir mal. Ich glaube, wir gehen mal zu dieser Safe Zone. Ich habe da mal Bock drauf. Lass uns doch mal gleich zu dieser Safe Zone rüberhuschen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns da zu verstecken oder so. Okay. Das kann interessant werden. Da steht jemand. Seht ihr das da hinten? Der ist wohl auch gerade
gespawnt oder so. Oh Mann. Interessant auf jeden Fall. Ich dachte, man sieht da hinten jemanden gerade, aber wird das wohl auch bald Nacht, schätze ich. Okay, also einen Ausdauerbalken gibt es anscheinend noch nicht. Da ist auf jeden Fall jemand. Nein, nein, nein. Oha, oha, Freunde. Nicht, dass der von uns dann da oben mal wegsnipert oder so. Ist einfach nicht. Ich hoffe, wir kommen hier so durch. Hier ist anscheinend nichts zu holen. Ich will mal gucken, ob wir wenigstens in dieser Folge noch in diese Safe Zone kommen. Wenn das denn eine Safe Zone ist. So, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Okay, jetzt bin ich hier. Sie betreten sichere Zone. Alles klar. Hier gibt es also keine Waffen.
Sehr cool. Mit diesem Fähnchen hier auch noch markiert. So, und jetzt rennen wir mal einfach mal straight dahin. Mir ist die Frage, was hier überhaupt ist. Eigentlich gar nichts. Ah. Freunde. Hallo. Hallo Leute. Oh, oh. Hey Jimmy. Oh, hier kann man doch chatten. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Einstellungen, Steuerung. Und kann man hier hey, irgendwo... Hey, TH Gaming, do you want a free hat, mate? Wo hat man denn hier... Have this hat. F6 ist Voice Chat. Kapuze, okay. Da werde ich mich mal nochmal durchhackeln. Aber eigentlich will ich erstmal gucken. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie mit anderen interagieren an der Stelle. Aber es gibt auf jeden Fall anscheinend In-Game-Chat. Neue Mission verfügbar. Aktivitäten im Sektor. Fortsetzen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Aha, also es gibt hier eine Mission, die scheint schwierig zu sein. Allerdings kann man nicht erkennen, was für eine Mission das ist, ne? Das kann man nicht. Und, oh, hier gibt's Spacebar. Munition, Waffen. Aber ich habe 0 Dollar, okay. Ich kann jetzt hier nochmal Feuerzeug verkaufen. Ah, okay, man kann das also verkaufen. Und wie mache ich das? Indem ich Aufbewahrung, nee, das ist ja Blödsinn. Ich will es ja nicht aufbewahren. Ich will es ja verkaufen. Ah, verkaufen. 160 Dollar. Und den könnte ich ausrüsten oder stapeln oder fallen lassen. Ich kann das auch fallen lassen. Aha, okay. Und das kostet entsprechende Dollar. Das ist ja schon mal interessant. Und es gibt verschiedenste Ausrüstung. Okay, Jagdweste, taktische Polizeiweste. Okay. Aha, das verstehe ich. Und könnte man hier... Ne, das ist Spacebar. Holzfäller. Spind öffnen. Ja, aber ist das denn mein Spind dann? Okay, das weiß ich noch nicht. Das gilt es herauszufinden. Okay, und hier kann man... Ah, Medizin und Nahrung. So, jetzt könnte ich mir hier theoretisch... Aber ich habe auch nicht das Geld dafür, fällt mir gerade ein. Medizin und Nahrung kaufen, okay. Ja, anscheinend muss man hier erstmal kräftig looten gehen. Und die Locker weiß ich halt nicht, ob das Privatlocker sind oder... Ob. Interessant auf jeden Fall, Freunde. Eins machen wir nochmal. Wir gucken nochmal hier oben schnell auf den Aussichtsturm hier. Mal gucken, wie das funktioniert. Geht das überhaupt? Oh ja, okay. Schauen, ob da oben was drauf liegt, einfach mal. Okay, aber looten können wir an der Stelle hier oben noch gar nichts. Auch die Klamotten, die hier sind, nicht lootbar. Ja, Freunde, gut. Ich würde mal sagen, das würde jetzt erstmal reichen für die erste Folge. Ich glaube, eine zweite nehme ich noch auf und dann müssen wir mal entscheiden, will ich mal entscheiden, ob das jetzt wirklich was ist oder nicht. Zumindest in diesem Status des Games.
bin ich mir da nicht sicher. Kann ich nicht sagen, weiß ich noch nicht. Aber, wie gesagt, eine Folge kommt noch, Freunde, wenn euch das gefallen hat. Lasst mir ein Däumchen da, gerne noch ein Abo. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Und ja, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, aktuell bei Steam zu haben, ich glaube für knapp 17 Euro. Ja, mehr bleibt gar nicht zu sagen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Hier bei der zweiten Folge reingeschaut. Derzeit mit mir, mit dem TH. Bis dahin. Ciao, ciao.